Eines der anderen Dinge, über die du gesprochen hast, ist ja der Verstand. Und das sind meine Worte, was ich von dem verstanden habe, was du gesagt hast. Also was der Verstand glaubt, dem folgt das Herz. Gewissermaßen, was im Verstand ist, ist auch im Herzen. Nein. In dem Sinn, wenn ich es richtig verstanden habe, es sei denn, ich habe es falsch verstanden. Denn wenn du sagst, dass es keinen Unterschied gibt zwischen mein Verstand sagt dies, aber mein Herz sagt etwas anderes. Du sprichst von einem metaphorischen Herzen oder deinem Herzherzen? Ich spreche vom metaphorischen. Okay. Ich spreche nicht die von. Pumpe. Ich spreche über das metaphorische Herz, nicht über das Herz, das einfach pumpt. Es gibt noch etwas anderes, weißt du, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, das besagt, dass du in deinem Herzen mit deinem Intellekt suchen musst. Es gibt also all diese Dinge, bei denen es um den Verstand und um das Herz geht und darum, wie man Intelligenz und Wahrnehmung einsetzt, um Bewusstheit zu schaffen. Und ich denke, du hast darüber schon ein bisschen gesprochen. Würdest du für uns das Konzept des Intellekts, der Intelligenz, der Wahrnehmung erläutern und wie wir das in unserem täglichen Leben nutzen können? In our everyday lives. Schau, es gibt eine ganze Menge Geschäftsfelder auf der Welt, weil man sehr einfache Aspekte des Lebens verkompliziert. Wirklich. Wenn man etwas mit unverständlichen Worten verkompliziert und wenn man viele Worte dafür hat, dann wirkt man tiefgründig, weil sowieso niemand verstehen kann, was zum Henker es bedeutet. So searching your heart with your intellect. Wenn du also dein Herz mit deinem Intellekt durchsuchst, die Sache, die du als dein Herz bezeichnest, ist im Allgemeinen die emotionale Seite von dir. Du trennst also, was ein Gedanke und was ein Gefühl ist. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. Wenn du dich in deiner täglichen Tätigkeit genau betrachtest, wirst du dies feststellen. Die Art, wie du denkst, ist die Art, wie du fühlst. Jetzt, wenn ich denke, dass du so ein wunderbarer Mensch bist, werde ich süße Gefühle dir gegenüber haben. Was ich hoffe, dass du denkst. This is not a confession. Das ist kein Eingeständnis. Wenn ich denke, sie ist schrecklich, werde ich unangenehme Gefühle dir gegenüber haben. Ich kann nicht denken, dass du wunderbar bist und unangenehme Gefühle dir gegenüber haben. Ich kann nicht denken, dass du schrecklich bist und süße Gefühle für dich haben. Es ist unpraktisch und es ist nicht möglich. Menschen spielen solche Dinge vor und es funktioniert nie. Menschen, ich hasse sie, aber ich werde nett zu ihr sein. Sie werden so vorgehen und so machen. Weißt du, hast du das schon mal mit angesehen? Schöne Dinge werden auf eine schreckliche Weise gemacht. Es passiert in Familien, unter Freunden, was auch immer. Nette Dinge werden auf eine so schreckliche Weise getan. Wenn du etwas Schreckliches tun willst, dann tu wenigstens etwas Schreckliches. Verdirb die schönen Dinge nicht auf eine schreckliche Weise. Die Frage ist jetzt also nur, Gedanke und Emotion, sind sie dasselbe oder sind es zwei verschiedene Welten? Sie sind es nicht. Ein Gedanke ist beweglich. Schau, heute kann ich denken, jetzt denke ich, du bist wunderbar. Schon im nächsten Moment hast du etwas gemacht, was mir nicht gefällt und ich finde dich furchtbar. Mein Gedanke ändert sich sofort, weil er beweglich ist, aber mein Gefühl ist rührselig. Es wird 3 Tage dauern, es wird sich abmühen und langsam umdrehen. Es hat einen größeren Wendekreis, aber nach 3 Tagen geht es in meine Richtung. Für manche Menschen sind es 3 Tage, bei manchen 3 Monate, aber sie werden sich umdrehen, ist das nicht so? Die Art, wie du denkst, ist die Art, wie du fühlst. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist ebenso wahr, die Art, wie du fühlst, ist auch die Art, wie du denkst. Es hängt davon ab, was in dir dominanter ist. Wenn in einem Menschen Emotionen im Vordergrund stehen, ist die Art, wie sie fühlen, die Art, wie sie denken. Wenn das Denken im Vordergrund steht, ist die Art, wie sie denken, die Art, wie sie fühlen. Du kannst nicht auf eine Art denken und auf die andere Art fühlen. Das passiert nur vorübergehend für einige Zeit, aber die Emotion wird nachfolgen.